Hat die Bundeswehr Nachwuchsprobleme? Nachdem vor 5 Jahren der Grundwehrdienst ausgesetzt wurde, ist die Armee mehr denn je auf Freiwillige angewiesen. Wir haben in der Hunsrück-Kaserne Kastelau nachgefragt, wie der Freiwilligenwehrdienst ankommt. Er hat sich in dem Sinne geändert, dass wir jetzt Rekruten hier haben, Personen, die freiwillig zur Bundeswehr sind, eben nicht mehr gemäß des Wehrdienstes eingezogen werden. Und entsprechend, finde ich, gehen die Personen, die Rekrutinnen und Rekruten, sehr motiviert an die Sache ran. Sie wissen auch, was sie sich hier grundsätzlich einlassen, was sie erwartet. Und da ist natürlich eine ganz andere Motivation an den Tag wird hier gelegt, als von Herrschaften, die eventuell nicht unbedingt zur Bundeswehr wollen. Ich mache gerade mein FWDL. Also sprich, ich bin FWDLer jetzt für 9 Monate und dann werde ich weiterschauen. Um ehrlich zu sein, ist der Umgangston ja, ganz normal für mich, weil mein Vater, der hat auch einen etwas rauchenden Ton zu Hause. Deswegen ganz normal, wenn man angeschissen wird. Wie viel Prozent brechen ab, Ihrer Meinung nach? Also wir haben ungefähr immer so 33 Rekruten da. Und da können wir eigentlich in den letzten Jahren sehen, dass immer so circa 7 bis 8 Soldaten abbrechen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen, weil die gesundheitlichen Voraussetzungen einfach nicht gegeben sind, aus privaten Gründen, oder natürlich auch, dass die Rekruten einfach in Anführungszeichen zweigleisig gefahren sind, dass sie jetzt einfach eine Studienzusage haben und dann einfach sagen, okay, sie nehmen lieber das Studium oder ihre Ausbildung, als eben bei der Bundeswehr zu bleiben. Das ist aber ganz normal. Wie sehen Sie das rückblickend? Ist es richtig gewesen, den Grundwehrdienst abzuschaffen, oder würden Sie dafür plädieren, ihn wieder einzuführen? Eine Antwort dazu ist schwierig zu sagen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich war immer ein Fan von der Wehrpflicht. Ich bin selbst in eine Grundausbildung gegangen, wo die Wehrpflicht noch vorhanden war. Und daher habe ich auch sehr viel von den Kameraden gelernt, die eben nicht bei der Bundeswehr geblieben sind. Und daher, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ich habe zwar erwartet, dass hier ein rauer Ton herrscht, also rauer als es im zivilen Leben ist, Disziplin und Ordnung da sind. Es hat mich trotzdem überrascht, dass das Ganze direkt schon von Anfang an streng durchgezogen wurde. War einerseits auch gut, so hat man nicht den falschen Gedanken bekommen, er ist vielleicht doch nicht so streng, man kann hier vielleicht doch ein bisschen mehr chillen. Aber im Gegenteil, war direkt streng und das hat mich doch überrascht.